Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rivalen- und Rebellenbox von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rivalen und Rebellen von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 12. Album der Band. Wir erinnern uns, es gab das Ganze ja in verschiedenen Ausführungen. Und zwar einmal die reguläre Box, die gab es damals in Gelb. Die habe ich euch ja damals vorgestellt. Und jetzt haben wir die Black Box, die ist ja fast zweimal so groß wie die gelbe Box. Und um die soll es heute gehen. Also, wie wir sehen, die passt kaum oder die passt nicht aufs Bild. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Eine der größten Boxen, die ich je so ausgepackt habe. Kommt hier in Schwarz und Gelb. Und was wir direkt auf den ersten Blick sehen, die wurde hier direkt auf dem Boxdeckel, auf dem Cover der Box unterschrieben. Ja, alle vier Bandmitglieder haben hier ihre Unterschrift hinterlassen mit silbernem Stift. Also Philipp, Zegger, Föhre und Jonas, alle vier hier verewigt. In der Mitte haben wir das Logo zum Album, den Totenkopf mit den gekreuzten Armen und den Mittelfingern. Oben rechts im Eck lesen dann noch Freiwild, Rivalen und Rebellen. Auf der linken Seite unten haben wir hier so einen Sticker und zwar lesen wir hier 1259 von 1500. Ja, die Box war auf 1500 Stück limitiert und die wurde auch jede einzelne durchnummeriert. Meine in dem Fall die Nummer 1259. Und damit nicht genug, man konnte auch damals bei der Bestellung das Ganze individuell bedrucken bzw. gestalten lassen. Denn diese Plakette hier, die konnte man je nachdem, wie man wollte, beschriften lassen. Also wir sehen hier oben und unten jeweils das Freiwild, Rivalen und Rebellen eingeprägt. Das war standardmäßig vorgegeben. Aber in der Mitte der Text, den konnte man individuell gestalten lassen. In meinem Fall Rückhalt. Ja, von der Vorderseite sieht das Ganze so noch aus. Freiwild, Rivalen und Rebellen. Auf der rechten Seite das Logo. Auf der hinteren Seite nochmal riesengroß die Schriftzüge. Und links auch nochmal der riesen Totenkopf. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein und entnehmen wir den Inhalt und schauen uns da nochmal kurz den Boxboden an. Denn wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, dann befürchte ich, dass die Inhalte da drinnen herumfliegen. Deswegen ziehen wir jetzt erstmal den Inhalt raus und schauen dann weiter. So, also wir haben hier als erstes mal die Vinyl. Tatsächlich eine Vierfach-Vinyl, also vier Vinyls hier drin. So, dann haben wir hier diverse Einleger, so aus Schaumstoff, die das Ganze hier polstern und in Position halten. Und hier kommen wir dann zum weiteren Inhalt. So, wir haben hier einmal das Album an sich, die CD, kommt hier in so einem Hardcover-Buch, Mediabook. Dann haben wir Untersetzer, diverse, einen Würfelblock. Dazugehörig Würfelbecher, 5 Stück an der Zahl. Einen Würfelbecher, einen Stift zum Schreiben und 5 Gläser, 5 Whiskygläser, die auch hier noch gelasert wurden. So, entnehmen wir auch mal die Gläser. Und wir sehen, auch hier ist wieder alles komplett in seiner Schaumstoffform ausgekleidet, kann man hier auch entnehmen. Ja, so sieht das aus. So, auf der Innenseite des Deckels haben wir dann auch nochmal riesengroß das Geweih, also das Freiwild-Logo. Hier vorne, Moment, hier vorne sind dann auch noch Magnete eingearbeitet, bedeutet, wenn man die Box dann schließt, dann, Moment, schließt die hier am Ende von selbst. Und von unten sieht das Ganze so aus, auch hier wieder alles in Schwarz und Gelb. Hier die Infos, die Logos der Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann packen wir die Box mal zur Seite.
und starten mit den einzelnen Inhalten. So, die Gläser machen wir nochmal weg. Die spiegeln sich hier jetzt schon etwas im Tisch. Ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kann derweil weg, ebenso wie die kleinere Box. Die brauchen wir auch nicht mehr. So, also, das ist es, das Mediabook, das Hardcover-Book. Auch hier wieder im gewohnten schwarz-gelben Design. Wir haben hier 3 CDs mit dabei und es sind 32 Tracks auf diese 3 CDs verteilt. Man muss auch dazu sagen, CD Nummer 2 beinhaltet hier einen Hidden Track, also sind dann im Endeffekt 14. Somit kommen wir dann auf 13, 14 sind 27 plus 6, 33. Also 33 Tracks hier auf 3 CDs verteilt. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Beteiligte Barcode. Gut. So, hier geht's dann los. Das ist CD 1. Und dann haben wir hier ein riesen Booklet. Klar, denn jede einzelne dieser 33 Nummern, jeder einzelne Track wurde hier auch mit Lyrics erfasst. So sieht das aus. Also man kann dann hier wirklich jeden einzelnen Track nachlesen oder mitsingen, je nachdem. Natürlich gibt es auch jede Menge Fotos und Artwork mit dabei. Zum Abschluss die Credits zum Album. Dann hier eine Seite, wo sich die CD drin befindet. Hier ist dann CD 2 drin. Und ganz rechts, ganz hinten dann noch CD 3. Ja, also wie gesagt, 3 CDs mit insgesamt 33 Tracks. So, aber CD reicht nicht, sondern wir haben hier auch noch das Ganze in der Vinyl Edition. Und deswegen werden wir hier mal öffnen und uns die Vinyls ansehen. So, die anderen Inhalte noch mal etwas zur Seite. So, also, das ist sie, die Vinyl Edition. Hier lesen wir natürlich auch wieder den Bandnamen plus Albumtitel. Dann riesengroß wieder schwarz-gelber Totenkopf mit den gekreuzten Armen. Auf der Seite ebenso beschriftet und auf der Rückseite die Tracklist, die hier auf die einzelnen LPs aufgeteilt ist. Also wie wir sehen können, 4 sind es geworden, allesamt doppelseitig bespielt, also mit A- und B-Seite. Und hier haben wir noch mehr als auf der CD meines Wissens, denn wir haben hier 4 sind 8, sind 16, sind 26, 30, hier sind sogar 35 Tracks drauf. Also sogar nochmal 2 mehr als auf der CD-Variante. Und dann schauen wir auch hier mal rein. So, hier geht's los. Hier haben wir den Zeger. Dann kann man das hier aufklappen. Oh, hier kommt uns auch noch eine CD entgegen. Gut. Packen wir mal zur Seite. Und dann kann man hier auch noch aufmachen. Also die CD, wenn ich es jetzt richtig sehe, die war scheinbar hier mittig so drin. Die hat sich jetzt irgendwie da rausgelöst. So, okay, dann starten wir mal hier links, chronologisch von links nach rechts. Vinyl Nummer 1, die kommt hier in einem bedruckten Sleeve. Auch hier alle Tracks samt Lyrics erfasst und auch sogar die Credits hier in der Zeile direkt unter dem Titel. Die Vinyls sind klassisch gehalten, wir sehen es, in schwarz, so sieht das aus, Vinyl Nummer 1 mit schwarz und grau. So, das ist dann die B-Seite, also klassische schwarze Vinyl mit bedruckten Sleeves. Und das zieht sich jetzt von der Optik so durch, also ich glaube, ich erspare euch das jetzt, jede einzelne Vinyl da rauszuziehen. Ich zeige euch gerne die bedruckten Hüllen. Aber wie gesagt, die Vinyls sind, soweit ich weiß, allesamt schwarz einheitlich eingefärbt. So, dann schauen wir mal rein. Das ist Vinyl Nummer 2 und Vinyl Nummer 3. So, so sieht das aus. Nummer 2, A-Seite. Nummer 2. B-Seite und ja, auch hier in schwarz. Dann die Nummer 3,
A-Seite plus B-Seite. Auch hier natürlich in Schwarz. Und wenn wir die beiden dann wieder reinpacken, hier mittig, dann kommen wir auf der rechten Seite dann zur letzten Vinyl. So, jetzt haben wir die verstaut. Und das ist die hier, Nummer 4. Nummer 4 B-Seite. Und die ist dann auch wieder hier in Schwarz gehalten. Ja, das sind die Vinyls. Wie wir sehen können, ergibt sich hier dann auch noch ein riesen Bandfoto, so ein Panoramabild von Zegger, Philipp, Föhre und Jonas. Alle vier hier mit am Start. Und in der Mitte gibt es dann auch noch eine CD. So sieht die aus. Ja. Gut, so viel dazu. Wir packen die Vinyl wieder zusammen. Und schauen direkt weiter. So, als nächstes haben wir so ein Set, das hier zum Spielen einlädt. Und zwar haben wir hier einen Würfelblock, einen Würfelbecher, einen Stift zum Schreiben und Würfel. So, wir starten mal mit den Würfeln. Das sind schwarz-gelbe Würfel. Die Würfel sind transparent, wie man sehen kann. Die Besonderheit an diesen Würfeln ist, man hat hier die Zahl 6 durch das Freiwild-Logo ausgetauscht. Also wir haben hier das Geweih statt der 6. Ansonsten 1 bis 5 ist entsprechend durchnummeriert, aber die 6 eben ersetzt durch das Geweih. 5 Würfel haben wir hier mit dabei. Dann haben wir hier auch noch einen Würfelbecher, der auch wieder in diesem Design. Hier die gekreuzten Arme ohne den Totenkopf, hier in schwarz und gelb. Der ist hier schön vernäht oben und unten. Sogar unten hier auf dem Boden des Bechers das Logo eingeprägt. Und hier innen ist so eine schwarze Stoffschicht eingearbeitet, dass wenn man das Ganze dann hier verwendet und die Würfel dann auch da drin herumscheppern, dass das Ganze etwas gedämpft wird von der Geräuschkulisse. Also dass es nicht so laut ist hier beim Würfeln. Da hat man sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Dann kann man hier mit Hilfe dieses Würfelblocks das Ganze hier festhalten. Also wir lesen hier, das Spiel nennt sich Geweih gewinnt. Wir haben hier auch noch die Regeln. Und dann kann man hier würfeln. Also es ist vom Prinzip her wie so Würfelpoker, soweit ich das beurteilen kann. Und ja, dazu haben wir dann auch noch einen Stift. Der Stift hier auch wieder in schwarz und gelb. Der ist recht schwer, also der wirkt echt massiv. Und zwar haben wir hier oben einen Totenkopf drauf. Der sieht echt heftig aus. Und dann die Kappe kann man abnehmen. Hier ist das Ganze noch vorne versiegelt. Dann kann man hier dieses kleine Wachsteil abnehmen. Und dann hat man hier einen Kugelschreiber und kann entsprechend die Spielergebnisse notieren. Jawohl. So, dann machen wir das auch wieder zur Seite. Und dann haben wir noch ein zweites Set, das auch wieder hier zusammengehört. Und zwar Gläser samt Untersetzer. So, wir holen die Gläser mal her. 5 Stück. Und wenn wir 5 Gläser haben, dann haben wir natürlich auch 5 Untersetzer. Ja, also einmal diesen hier mit dem Logo. Die Untersetzer sind hier unten alle übrigens so mit einer Korkschicht, dass sie auch nicht den Tisch zerkratzen und hier schön auch etwas so anti-rutsch haftender auf dem Tisch. Allesamt in schwarz und gelb und aus Metall, also Blech ist das, glaube ich. Einmal hier mit dem Geweih. Dann einmal Freiwild 2001 und BRX, also Brixen. Dann einmal hier wieder mit Geweih und 2001. Und dann nochmal die beiden gekreuzten Arme. Ja, und zu jedem dieser 5 Untersetzer hat man dann eben auch noch ein Glas. Und zwar ist das Glas, wo haben wir es? Nein, hier ist er nicht. Ah, genau, hier ist er, der Sticker. Von der Marke King Jade. Und jedes dieser Gläser ist individuell belasert worden. Also wir haben hier den Freiwild-Schriftzug und darunter dann eine Unterschrift. Das sind die Unterschriften, die wir auch schon auf dem Boxdeckel hatten. Also jeder der 4 Herrschaften hat sich hier verewigt. Hier ist auch noch ein Sticker.
Die sind recht dick, also der Boden hier ist recht dick, die halten sich einiges aus und sind eben so klassische Whisky-Gläser. So, dann haben wir hier die nächste Unterschrift, in diesem Fall die von Zegger. Dann die dritte mit, Moment, dem Schriftzug von Jonas. Und dann haben wir die vierte Unterschrift. Kann man das sehen? Das dürfte dann Philipp sein. Und nachdem wir alle fünf Unterschriften erledigt haben, hat man dann bei dem fünften Glas nochmal die gekreuzten Arme reingemacht. Also, so sieht das aus. Das fünfte Glas hier nicht mit Unterschrift, sondern mit den gekreuzten Armen, mit den gekreuzten Mittelfingern. Ja, fünf Whiskygläser obendrauf. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die gezeigte Vinyl. Wie gesagt, eine Vierfach-Vinyl mit insgesamt 35 Tracks. Dann haben wir hier dieses Mediabook, dieses Hardcover-Mediabook mit 3 CDs. Hier sind auch nochmal 33 Tracks mit dabei. Die 5 Untersetzer, der Würfelbecher samt den 5 Würfeln, der Würfelblock zum Spiel Geweih gewinnt, der Stift, der Kugelschreiber mit dem Totenkopfaufsatz und natürlich die 5 Whiskygläser hier mit den 4 Unterschriften und dem Rivalen- und Rebellen-Logo. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Rivalen und Rebellen Blackbox von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.